Er lebt zurückgezogen, zeigt sich selten, nimmt an den Diskussionen der Zeit nicht teil. Ernst Jünger, eine der großen, immer noch umstrittenen Persönlichkeiten dieses Jahrhunderts. Das Dörfchen Wilflingen in Oberschwaben wurde zum Refugium nach einem ereignisreichen Leben, in dem Krieg und Literatur die Angelpunkte waren. Beide betrieb er mit Engagement und Können. Für seine Tapferkeit erhielt Ernst Jünger den Pour le Mérite. Für seine Literatur weltweite Anerkennung, aber auch harte Kritik. Er erträgt sie gelassen. Er hat seinen elitären Standpunkt, mit dem er in den 20er Jahren Einzug in Politik und Geistesgeschichte hielt, bis heute nicht aufgegeben. Ich möchte sagen, alle 10 Jahre habe ich so einen neuen Germanisten hinter mir her und er weist mir auch immer neue Fehler nach. Und es ist ja auch möglich, dass er von seinem Standpunkt aus recht hat. Da könnte ich ja mit einem französischen Moralisten erwidern, meine Rüstung ist ganz aus Fehlern gewebt. Neulich hat auch einer festgestellt, ich hätte zu den Wissenschaften doch nur eine ganze Randbeziehung. Ja, das ist für mich aber sehr wichtig. Wäre ich nämlich eingestiegen in eine spezielle Wissenschaft, wobei ich die Philosophie einbeziehe, dann hätte ich eben musisch nicht das leisten können, was ich angestrebt habe. Mir genügt es ja, wenn Heidegger mir zum Beispiel eine kleine Schrift gewidmet hat, wenn ich mit Picasso, mit Heisenberg und anderen, also mit der ersten Garnitur, da ist es immer ganz gut gegangen. Ernst Jünger sieht das Leben als Abenteuer männlicher Bewährung. Cape Mount, Liberia. Eine vom Tourismus noch nicht befallene Region Westafrikas. Jünger liebt Länder, in denen die alten, von ihm so geschätzten hierarchischen Strukturen noch spürbar sind. Ah, jetzt kommt er aber. Da erwacht sein Jägerblut. Jetzt kommt er. Oh, nehmen wir weiter. Komm. Oh, das war schön. Oh, hi. Langsam mal ranholen, ja? Mehrmals pro Jahr treibt es den über 80-Jährigen hinaus. Was er als junger Mensch schon suchte, verwirklicht er immer noch. Ein Leben aus eigener Kraft und auf ungebahnten Wegen. Jetzt sind wir. Der Augenblick, dem jeder Fischer entgegenfiebert, ein Cavallo hat angebissen. Ist noch einer da? Nein. Ah, er hat ihn. Vorsicht, 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 Vorsicht. Beine weg, ja. Nein, wir haben ihn schon. Es war nicht vorschriftmäßig gegafft, aber trotzdem. Ei. Die gelbe Schwanzflosse vor allen Festhalten, Herr Müller, die. Petri Heil. Jagd bedeutet Jünger unermüdliche, ergötzliche Nachstellung. Nicht die Beute, die Sensation des Überlistens und Ergreifens fasziniert ihn. Erneut draußen. Die Angeln sind nach Barracudas ausgeworfen, Pfeilhechte. Das oft stundenlange Warten auf den Fisch benutzt Ernst Jünger häufig, um Notizen zu machen. Alles Wichtige hat er von Jugend an in Aufzeichnungen festgehalten. Tagebücher habe ich ja nur in gefährlichen Zeiten geführt. Also während des Ersten Weltkrieges, da hatte ich gerade Stendhal gelesen, durch den französischen Autor, der ja während der napoleonischen Feldzüge Tagebücher, da dachte ich, das muss ich auch so machen, das ist sicher sehr wichtig. Da war ich 18, 19 Jahre alt. Einmal hatte ich eine ziemlich schwere Verwundung und meine Kartentasche war abgerissen und ich wurde schon durch die Krankenträger weggeführt. Auf einmal fiel mir ein, mein Tagebuch. Da bin ich noch zurückgegangen und habe es von dieser Straße, wo noch immer heftig geschossen wurde, habe ich es wiedergeholt. Naja, dann habe ich im Zweiten Weltkrieg wieder angefangen. Sind ja auch Teile davon publiziert unter dem Titel Strahlungen. Und als ich dann 70 wurde, da dachte ich, naja, jetzt kommen also von alten Freunden doch immer Verlustnachrichten, eine gefährliche Zeit, da könnte man ja wieder anfangen. Und das hat nun auch schon 12 Jahre gedauert. Ja, wie ist die Auswertung, der Auswertungsprozess? Naja, ich habe mal gesagt, das ist ungefähr so, wie wenn ich
Tee habe, nicht wahr? Sie kennen die Teekrümel. Das sind so diese kleinen Notizen, die man sich macht. Und die Auswertung, da gieße ich dann das heiße Wasser drauf, dann wird die Sache genießbar. Und ich kann ja auch nicht den ganzen Tag mit Tagebuch schreiben. Ich lebe ja um zu genießen und nicht um Tagebuch zu führen. Wird man da mächtig gezuckt. Na, so sehr dick ist er doch nicht. Nö, nö. Den kannst du ranleiern. Und den Kaffee raus. Hallo? Ja, gut. Afrika war der Kontinent, der Jüngers Abenteuerlust zuerst weckte. Was, fragt man sich, wäre aus Ernst Jünger geworden, wenn die Flucht des Unterprimaners nach Algerien nicht vorzeitig geendet hätte? Verdun, Weg zur Zitadelle, einst Sitz des Rekrutierungsbüros der Fremdenlegion. An einem Novembermorgen 1913 schritt der flüchtige Gymnasiast bergauf und setzte seinen Namen unter die Verpflichtungsurkunde. Dabei hatte er nicht im Sinn, ein Leben lang Dienst in der Legion zu tun. Er wollte nur gewissermaßen gratis den Kontinent abenteuerlicher Verheißungen erreichen, in dem, wie er damals meinte, der Kampf natürlicher Gewalten rein und zwecklos zum Ausdruck käme. Im geistigen Gepäck ein Bündel Abenteuerberichte und einen Fluchtplan. Oran. Schon hier wollte er der Legion den Rücken kehren, Afrika auf eigene Faust durchkämmen und für sich erobern. Die Mauern des einsamen, hoch über Oran gelegenen Forts Santa Cruz machten seinen Plan vorerst zunichte. Hier begriff er, dass das, was ein Weg in die Freiheit hatte sein sollen, zu einem Gang in die Gefangenschaft geworden war. Per Bahn über diese Strecke ging es dann wohlbewacht nach Sidi Bel Abbès, damals Zentrum der Légion étrangère. Nur einen Monat verbrachte Jünger in der weltabgelegenen Araberstadt, meist eingeschlossen hinter Kasernenmauern und damit beschäftigt, Kameraden für die geplante Flucht zu finden. Der 17-jährige Jünger als Legionär. Ein romantischer, übermütiger Jugendstreich. Die farbenprächtige nordafrikanische Welt verzauberte den jungen Ausreißer aber nicht. Er blieb kühl, auf nichts erpicht als Heldentaten. Schon hier zeigt sich ein Wesenszug des späteren Schriftstellers. Menschliche Schicksale vermag er nicht auszuloten. Er wird zu einem sensiblen Schilderer von eigenen Erlebnissen und Phänomenen der Natur. Menschen sind ihm nur Material. Die Flucht gelingt und endet schon tags darauf in einem Strohstadel wie diesem. Bewohner hatten die Legionäre an die Gendarmen verraten. Jünger wandert ins Gefängnis. Da rettet ihn das Eingreifen des Vaters. Der minderjährige Legionär kehrt wieder über Oran zurück ins Reich und in die Fänge der verhassten Pauker. Afrika, das war eine bestandene Mutprobe. Schon kurz darauf zog Abiturient Jünger als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg. Man kann heute die Stationen der Kämpfe des Siegers von Mervre, des wagemutigen Stoßtruppführers und Erfinders der Schützenreihe, nicht mehr nachzeichnen. Die totale Zerstörung hat die Orte von einst ausgelöscht. Nur Namen blieben.